Genau, ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Ein schöner, furioser Anfang, der hilft auf jeden Fall. Ist, glaube ich, könnte ein prädestinierter Kampf für Bad Oms Powerbombe sein. Ah, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Der Donnerzorn gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich würde den einfach mal über mich ergehen lassen, um in der Lage zu sein, ihn zu scannen. Er wird ihn ziemlich sicher direkt am Anfang spammen. Nee, nicht mal. Oh, er macht den Klon. Okay. So, wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht haben wir Glück. Aber hat er eben nicht 4 Klone? Jetzt hat er nur noch 3. Irgendwie interessant. Das ist der Doppelgänger eines Lila Magimek. Ihn anzugreifen ist sinnlos. Für das Original gilt maximal KP 10, Angriffskraft 5, Verteidigung 2. Erledige das Original und die Doppelgänger verschwinden. Genau. Also, völlig neue Gegner jetzt hier im Duellkerker, die auch kranke Attacken können, wie wir gerade sehen. Der richtige, Moment mal, der richtige ist easy rauszufinden, weil es muss der hinten sein. Das einzig Doofe ist, ich habe eine Stampfattacke. Macht das Sinn? Ja, ich glaube schon. Macht sie jetzt 2 Damage? Ich hoffe es. Nein, natürlich nicht. Ja, cool. Aber das Schöne ist, wenn er ein Item hat und es nicht einsetzt, wissen wir, wer der Echte ist. Das ist ein bisschen dämlich gemacht. Aber gut, wenn die Doppelgänger auch alle das Item hätten und es einsetzen könnten, das wäre ziemlich arschig. Also gut, ich meine, so machen sie auch eine Attacke und sie wirkt nur einmal. Ich meine mir sogar einzubilden, dass man erkennen könnte, wer der Echte ist, wenn man erkennt, an welchem Punkt Mario von der Attacke getroffen wird. Aber das mag vielleicht auch Einbildung sein. Das möchte ich auf jeden Fall nicht klar äußern. So. Ich glaube, einen besseren Erstangriff gegen die kann man nicht machen. Oh mein Gott. So, das sieht nach einem prädestinierten Powerbomben-Vormarsch aus. Aber vorher hauen wir noch einen Ultraschlag raus. Weil ich glaube, eine Powerbombe würden sie überleben. So. Keine Gnade, meine Freunde. Bam. Ja, das war schon sehr sinnvoll. Ja, gut. Dass die Kulisse dann umfällt, hätte man auch mit rechnen können. Aber nehmen wir mal so mit. Und gibt auch ordentlich Sternpunkte. Das ist das Coole. Oh, ein Furchtigel. Macht irgendwie gar keinen Sinn hier, glaube ich, weil er bringt Gegner nur zum Flüchten. Nee, was? Den Honigsirup werde ich gern behalten. Nein. Nein. Ja, danke. Manchmal kann das sehr lästig sein mit den Items. Ja, ich habe mir tatsächlich im Voraus zur EM auch mal eine Doku angesehen, die ein bisschen dahingegen, ja, so ein bisschen die Stimmung vorzubereiten. Und ziemlich vieles angelehnt irgendwie so an das Sommermärchen 2006. Ja, weil das letzte große Turnier in Deutschland war und weil irgendwie dann auch viele, ja, viele Nachrichten sind da irgendwie ziemlich begeistert von, schwärmen davon und ich denke mir, naja, war das wirklich so geil damals? Also ich kann mich gar nicht mehr so krass zurückerinnern, wie ich das Sommermärchen damals wahrgenommen hatte. Ein bisschen uncool jetzt übrigens. Wir müssen am besten die hinteren killen. Wäre wichtiger. Nein! Oh mein Gott, das war knapp. Puh, gerade noch so mitgenommen. Weil die Doppel-Lakitus, die sind schon eklig. Die würde ich schon gern rausnehmen. Das kann ansonsten ein sehr langer Kampf werden. Und das gibt nur 2 Sternpunkte. Das ist echt krank. Halt für die beiden Lakitus jeweils einen. Aber hey, ein Donnerzorn, den können wir auf jeden Fall auch mal mitnehmen und bei Gelegenheit einsetzen. Kurzen Moment, muss man kurz was trinken. So, da bin ich wieder. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was hauen wir weg? Ja, das Schäfchen hat, glaube ich, nicht so eine große Wahrscheinlichkeit, dass es wirkt auf viele Gegner. Deshalb würde ich es jetzt einfach mal weghauen. Vielleicht ein Fehler? Keine Ahnung. Hey, ein Händler. Ich bin der Händler. So, und jetzt sieht man hier, die Preise von dem Händler, die steigen auch ziemlich exorbitant. Also 160 Münzen für einen Ahornsirup ist schon happig.
Das ist der Grund, warum man sich gut ausrüsten sollte, wenn man hier reingeht. Doppelgriff Partner. Ja, ist wenig überraschend, nachdem man vorher den Doppelgriff bekommen hat. So, und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo das Ganze schon ekliger wird und wir schon wieder neue Gegner bekommen. Sehr, sehr uncool. So, war glaube ich wieder Schwachsinn, hier einen Wirbelschlag rauszuhauen. Ja, weil wir irgendwie nicht in der Lage sind, die zurückzuschleudern. Das ist dämlich. So. Erstmal eine Powerbombe. Zur Begrüßung. Ja, und macht auch nur 5 Damage. Also wir sehen die Viecher hier, die haben schon ganz schön ordentlich was auf Kasten. Hm. Was mache ich denn jetzt clevererweise hier? Nee. Nee, es wirkt alles nicht so gut. Wir machen mal einen Hammer. Ich denke, es sollte reichen. Ja, zumindest für einen von denen. Wow! Okay, den vorderen unsichtbar zu machen, ist ziemlich asozial, muss ich ehrlich sagen. Das ist der Punkt, an dem ich vielleicht sogar schon mal wechseln würde auf Gumbrina und scannen würde. Weil in der Runde können wir eh nichts Sinnvolles anderes machen. Ein gelber Magimech. Magimechs sind magische Roboter aus der Antike. Maximal KP 10, Angriffskraft 6, Verteidigung 3. Sie setzen Magie für Angriffe und Statusveränderungen ein. Versuche ihn schnell zu besiegen, auch wenn seine Verteidigung hoch ist. What? Wow, okay. Das ist hart. Und ich bin, glaube ich, nicht in der Lage, den vorne zu besiegen, oder? Sie hatten 3 Verteidigungen, das heißt, mit einer Powerbombe sollte ich in der Lage sein, oder? Sollte gehen. Weil ich möchte den Kampf eigentlich nicht besonders lange ziehen. Ja, perfekt. Puh. Wenn das jetzt nur 4 Damage gemacht hätte, ja, das war klar, dann wären wir ziemlich am Arsch gewesen, fürchte ich. Aber so kann man das Ganze nochmal hinnehmen. Noch ein Donnerzorn, okay. Warum habe ich den Donnerzorn nicht eingesetzt? Ich bin ein Lappen. Was haben wir raus? Wir könnten mal... Ja, wir nehmen mal einen Honigsirup zu uns. Der würde uns jetzt ganz gut tun, glaube ich. Und im Zweifel können wir auch nochmal irgendeinen Partner heilen. Marios KP sehen immer noch in Ordnung aus und durch jedes Level-Up kriegen wir auch wieder was dazu. Insofern ist das vollkommen okay. So, ja, hier haben wir schon die nächsten Probleme. So, das ist der Punkt, wo ich wieder Kupio raushole, weil, was ich festgestellt habe, Kupio hat eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Yes, perfekt. Nämlich hat er seinen Ultrapanzer, mit dem er Verteidigung umgehen kann. Und das ist... absolut Gold wert. So, wie machen wir den Spaß jetzt? Da hinten haben wir 2 neue Gegner. Und der vorne hat einfach 20 KP. Ich könnte kotzen. Ja. Können wir einen von den Chomps rausnehmen? Oder probieren wir den... Ich glaube, wir probieren erst den vorderen zu töten. Yeah. Coole Attacke auf jeden Fall. Und den Ultrapanzer. Oh, spammen. Nice. Oh. Okay, die Chomps haben nur 6 KP. Das war mir nicht bewusst. Aber ich hoffe, wir sehen ihn nochmal wieder. Sehr wahrscheinlich schon. So, und der sollte eigentlich auch ohne Sternkräfte jetzt down gehen. Ja, also was ihr auch merkt im Duellkerker, je tiefer man kommt, desto mehr Verteidigung haben die Gegner. Das heißt, Attacken, die Verteidigung umgehen. Oh mein Gott, noch ein Powblock. Der ist natürlich auch cool. So, wie machen wir das denn jetzt clevererweise? Ich würde ganz gerne den Superpilz vielleicht Gumbrina geben, weil die werden wir noch ein bisschen brauchen. Und nehmen stattdessen einen Powerblock nochmal mit. Weil auch die Powerblöcke werden uns, glaube ich, noch gute Dienste leisten. Nochmal neue Gegner. Okay. Erstmal Badomp. Keine Ahnung.
So, das war schon mal ein guter Start. Nehmen wir so auf jeden Fall mit. Oh ja. So, den hinteren würde ich eigentlich gerne schnell klatschen. Aber ich weiß nicht wie. Verdammt. Was passiert, wenn wir eine Powerbombe raushauen? Sind dann alle down? Ich hoffe eigentlich nicht. Ah doch, die nehmen 9 Damage. Ja gut, das... Ich hoffe halt, die Gegner kommen nochmal wieder. Also wir haben jetzt 2 Gegner nicht gescannt. Die Chomps und auch die, ja, die grünen Flammen. Ich hoffe, die kommen nochmal wieder. Ansonsten wäre es echt bitter. Aber du willst halt in so einer Gegner-Kombi, wenn du so viele gegen dich hast und dann hinten halt noch so ein Magi-Mac, der sich dann noch klonen kann und was weiß ich nicht, da willst du eigentlich nicht dann erst scannen. Du willst eigentlich erstmal die Gegner runterdamagen. Das ist schon hoffentlich verständlich. So, das hier sind prädestinierte Gegner für Irona, würde ich mal behaupten. Oh mein Gott, warum nochmal 2 von euch? Och, meine Güte. Okay. Erstmal ein Anti-V-Hieb. So. Macht Ironas Body Slam 5 oder 4 Schaden? Das werden wir jetzt. Ich hoffe, sie macht. 5 oder 6. Ja, es macht 6 Schaden. Sehr gut. Okay, damit. Haben wir zumindest schon mal die größte Übel hier rausgenommen. Oh ja, gut. Das juckt einen nicht so sehr. Ja, sehr schön. Der war wichtig. Den hinteren klatschen wir jetzt erstmal. Ich finde es sehr gut, dass der Swooper nicht auf die Idee kommt, nach unten zu gehen. Das wäre nämlich desaströs. Und das war jetzt nicht so geil, aber egal. Solange wir den hinteren klatschen, ist alles gut. Und dann können wir als letztes nochmal den guten Swooper scannen. Und dann haben wir das auch. What? Achso. Ja, ich glaube, das, was er macht, ist, ist dafür da, um sich Statuseffekte, um Statuseffekte quasi loszuwerden. Das kann einem auch passieren. Das ist eine Swoopula. Swoopulas sind Blutsauger, die aus der Luft angreifen. Maximal KP 9, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Swoopulas saugen nicht nur keine KP, sondern erholen sich dadurch selbst. Widerliche Kreaturen. Lass nicht zu, dass sie mich aussaugen. Ja, sorgt Mario aus. Das ist okay. Zumindest laut Gumbrida. Ja, genau. Also zur Vorbereitung habe ich mir eine Doku angeguckt. Die hat sehr viel auf Sommermärchen angespielt. Und, ja, darauf, dass wir damals wohl eine relativ weltoffene und auch sehr positive Stimmung im Land zu verzeichnen hatten. Sie haben auch erwähnt, dass es wohl so war, dass wir als Deutsche irgendwie nicht mehr so griesgrämig und nicht mehr so, ja, ich sag mal, als Skeptiker rübergekommen sind, sondern eher als, ja, Leute, die irgendwie Bock haben zu feiern und, ja, was zu erleben. Und... ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das wirklich so wahrgenommen wurde damals. Aber, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also, so ein Sportereignis im Land, das ist immer was, was die Leute mitziehen kann. Was ihm auch mal neue Perspektiven geben kann. So, wie machen wir den Spaß jetzt am besten? Lohnt sich das? Ich glaube, wir machen... mehr oder weniger die Safety-Variante. Mehr oder weniger die Safety-Variante. Die hinteren beiden klatschen. Den vorderen stehen lassen und dann scannen. Ja, und was immer sehr kritisiert wird, ich meine, wir haben das ja jetzt gesehen, Europawahlen, gab wieder sehr, sehr viel Zustimmung für die AfD. Ja, und man hat insgesamt auch so den Eindruck, dass die Bevölkerung irgendwie ziemlich... ja... große Skepsis aufgebaut hat, was den Sport betrifft. Ich meine, die letzten beiden Turniere, Fußballturniere, sind immer relativ früh rausgeflogen. Sorgt natürlich nicht für so eine Bombenstimmung im Land. Ja, und damit ist das Ganze auch schwierig, da so ein Nationalgefühl irgendwie zu entwickeln. Das ist ein Chomp. Ich möchte nicht von so einem gebissen werden. Maximal KP 7, Angriffskraft 6, Verteidigung 5. Und das ist schon ziemlich krass. 5 Verteidigung, das ist schon echt übel.
Chomps sind harte Brocken. Du musst dich schon anstrengen, um sie zu besiegen. Außerdem fügen ihnen weder Feuer- noch Eisattacken Schaden zu. Immerhin kannst du sie einfrieren. Ihre KP sind eher gering. Items oder Sternenattacken sind also sehr effektiv. Jedenfalls sind diese Biester anscheinend sehr aggressiv. Und wann werden die müde? Auf jeden Fall haben sie eine große Schwäche, nämlich dass sie sich nicht von ihrer Kette wegbewegen können. Genau. Und ja, zumindest ist das, was man auch in den Nachrichten so suggeriert bekommt und was auch teilweise zu spüren ist, würde ich sagen. Wir haben eine gespaltene Gesellschaft. Wir haben ja irgendwie nicht mehr so das Nationalgefühl. Und wenn wir in der Lage sind, oder wenn die EM in der Lage ist, wieder so ein gewisses Nationalgefühl zurückzubringen, könnte schon sein, dass auch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung so ein bisschen nachlässt, beziehungsweise sich vielleicht sogar komplett verabschiedet. Naja gut, komplett verabschieden wäre ein bisschen krass, aber ja. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich so einen krassen Effekt haben wird, aber wenn es tatsächlich, wenn die EM tatsächlich dazu führen würde, dass wir irgendwie eine 5% geringere Zustimmung für die AfD hätten in der Bevölkerung, das wäre Bombe. Wir können mit einem Ultrapanzer durchsäbeln, das wollte ich nur mal checken. Die Frage ist nur, ja doch, wir machen das so. Was? Moment. Fuck. Action Kommando. Nein. Nein. Fuck. Ich habe vergessen, wie es funktioniert. Das war uncool. Wir probieren Maxi-Beben. Wenn ich es schaffe, hier die 6 zu bekommen, das wäre so krank. Aber ich, ja, wir probieren es. Auf geht's. Mit Konzentration. Ohne labern. Yes! Geil! Okay, das war echt Bombe. So ein Maxi-Beben gegen die Viecher komplett durchzuladen. Das hat absolut wieder wettgemacht, dass wir mit Kupio ja, das Action-Kommando verhauen haben. Sehr, sehr cool. Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass vielleicht wieder so ein gewisses Nationalgefühl in Deutschland aufkommen kann, was ja auch gerade im Sport halt echt cool ist. Weil es halt auch, ja, einfach eine sympathische Art von Nationalgefühl ist im Sport. Zumindest dann, wenn man es nicht übertreibt mit Hooligan und was weiß ich, dann auf jeden Fall. So, du hast ein, was hast du? Du hast irgendeinen Orden, der deine Partner, oh, der deinen Partnern mehr KP gibt. Das ist arschig. Wow. Okay, wir machen es folgendermaßen. Wir machen einmal hier nochmal so einen Ultrapanzer. Wir kriegen ja bald ein Level up. Deshalb können wir ruhig nochmal ein paar BP rausbammen. Nice. Und jetzt haben die leider hinten nochmal ein KP. Aber dafür können wir eigentlich... Ich mach mal einen Ultraschlag, nur für die Sicherheit. Sehr gut. So, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ja, das hat ein bisschen wehgetan. So, wer muss denn geheilt werden in dem Kampf? Wer muss denn geheilt werden? Am ehesten sogar Kupio, würde ich sagen. Gut, Bad Omp hat noch ein bisschen mehr verloren, aber ja, ich glaube, Kupio zu heilen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann machen wir das so. Nochmal einen Anti-V-Hieb. Ja, auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass Fußball... Oh. Dass Fußball nicht mehr so die flächendeckende Zustimmung hat, wie es jetzt zum Beispiel in 2006 noch hatte, habe ich den Eindruck. Oh, verdammt. Der eine Sternpunkt tut weh. Aber wir haben noch mal ein paar BP bekommen. Das heißt, nächste Runde können wir... Ja, Feuerblumen ist eigentlich zu schwach, brauchen wir nicht. Das heißt, wir können im nächsten Kampf noch mal ein bisschen auf die Tube drücken. Uns fehlen übrigens immer noch die grünen Flammen. Die müssen wir irgendwie noch mal... Ah ja, sehr gut. Das war das Stichwort für die grüne Flamme. Wir machen das so, dass wir jetzt gleich mal mit Gumbrina starten. Damit wir mit ihr scannen können, dann direkt wechseln können auf Kupio. Dann ein bisschen tanken. Wow. Das sind viele Gegner. Genau, wir scannen erstmal. Das ist ein Zornlicht.
Zornlichter sind Geister, die voller Rachsucht und Wut stecken. Schrecklich, findest du nicht auch? Ugh. Maximal KP 10, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Feuerattacken von Zornlichtern können auch dich in Brand setzen. Versuch bitte, diese Dinger schnell zu besiegen. Bitte, Mario! So, Unü. Sollen wir den ersten weghauen? Ach ne, wir haben genug Sternenergie, um hier ordentlich was wegzuhauen. Und das machen wir auf jeden Fall auch. Ja, können wir einen Powering raushauen. Das ist gut. Ich würde sagen, wir lassen einen am Leben. Damit wir eben noch zu Kupio wechseln können. Und den nochmal heilen können. Ja, einen würde ich gerne am Leben lassen. Verdammt. So macht man das nicht. Ah, einmal können wir noch. Sehr gut. Verdammt. Okay, das waren nur 5 Schaden für Gumbrina. Aber Gumbrina ist halt noch ein Ticken mehr tanky als Kupio. Deshalb nehme ich das so gerne hin. Wir müssen halt schon ein bisschen haushalten jetzt mit den Leben von unseren Charakteren. So, und das gibt uns doch ein wunderherrliches Level-Up. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und leveln würde ich sagen unsere BP nochmal hoch. Damit unser Ultra-Gelee und Ultra-Gelee abgeleitete Kochgerichte quasi nochmal unsere BP auch vollständig auffüllen können. Und da auch nichts mehr verschwendet wird. Wir können theoretisch immer noch überlegen, ob wir vielleicht sogar auf 55 wechseln wollen. Noch bei KP oder bei BP? Vielleicht eher bei KP. Weil BP dürfen auf 0 gehen, KP halt nicht. Das ist dann ein bisschen desaströser.